So, jetzt haben wir erstmal schön vollgetankt. Zweiter Tag im Harz. Wir haben heute Mittwoch. Ja, sind jetzt hier noch in Kelbra an der Shell-Tankstelle. So, fertig, Schatzi? Jo. Okay, dann komm. Schnell. Nein, das schaffen wir nicht. Das hätten wir locker geschafft, ey. Ja, fahren wir Richtung Halle. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem weiteren Teil hier im Harz. Ja, wir sind heute zweiten Tag hier im Harz, Tag Nummer 2. Gestern war die Anreise. Wir befinden uns jetzt hier noch in Kelbra oder fahren gerade aus Kelbra raus. Ja, jetzt begrüßen wir euch erstmal. Mrs. Ride Alone ist natürlich Hallo. Wieder dabei. Und Ride Alone Junior. Hallo. Hallo. Ja, also wie ihr schon gestern mitbekommen habt oder im ersten Teil mitbekommen habt, ich hoffe, ich kann überhaupt den ersten Teil schneiden, weil beim Junior ist nämlich der Audioadapter aus der Kamera gerutscht. So nach 30 Minuten muss ich erstmal gucken. Ansonsten für die, die es noch nicht wissen, wir sind jetzt hier im Harz, wie gesagt. In Kelbra haben wir uns einquartiert. Ja, und gestern schon 2-3 Instagram-Fotos hochgeladen. Und prompt kam auch schon der ein oder andere Tipp als Kommentar reingeflogen. Hier an der Stelle auch herzlichen Dank an euch für eure Tipps, für eure Streckentipps hier im Harz. Ein, zwei habe ich jetzt hier mit in die Route eingebaut. Also wie gesagt, hier so das Torfhaus. Das kam von Petrolhead. Das ist jetzt gleich unser Treffpunkt, wie gesagt, am Brocken. Dort werden wir ihn treffen. Und ja, Rabodde oder Rabottke-Talsperre, die nehmen wir natürlich mit. Die Soundröhre ist dort ja. Die nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Die sieht man ja auch mal hin und wieder auf YouTube oder so. Die ist ja auch sehr bekannt, so wie der Kiffhäuser. Den Kiffhäuser werden wir heute nicht befahren. Das haben wir uns für morgen aufgespart. Wie gesagt, da werden wir dann mehr so den südlichen oder südöstlichen Teil abfahren. Jetzt geht es mehr so in den nordwestlichen Teil. Oder wir fahren heute Abend eine kleine Runde über den Kiffhäuser. Ja, schauen wir mal. Machen wir ganz spontan. Wenn wir nochmal einkaufen müssen, dann fahren wir da vielleicht nochmal spontan entlang, weil der Kiffhäuser ist wirklich in der Nähe von uns. Das ist ein Katzensprung von unserer Unterkunft. Temperaturenmäßig liegen wir jetzt hier bei 18 Grad. Heute soll es so in der Spitze 20, oh, hier liegt ein bisschen Schotter, Schatzi. Ja. 20 Grad werden. Und morgen sogar 24, 25 Grad. Ja, und Freitag sollte es, glaube ich, ein bisschen regnen, aber es hat sich schon wieder geändert, ne? Die Regenwahrscheinlichkeit ist gesunken. Na gut, Freitag ist sowieso Heimreise. Bis 10 Uhr müssen wir die Unterkunft verlassen und geräumt haben. Ja, deswegen, also Freitag bleiben die Kameras natürlich auch aus. Wie gesagt, also wir werden jetzt hier nur an den beiden Tagen filmen. Und wie man sieht, der Harz, der hat wirklich schöne Ecken, schöne Straßen. Schöne Ecken, sich zu verstecken. Ja. Und vor allem mal was Neues hier, ne? Kennt man nicht jede Kurve. Kennt man eigentlich gar keine Kurve. Ja, das stimmt. Ja, ich habe eine ziemlich kurvige Route genommen, also die kurvigste, die es gibt bei Kali. Bin ich mal gespannt. Ach, deswegen fahren wir hier lang. So kurvig. Ja. Oh, hier geht's. Oh, die zieht sich zu hier. Ja? Achtung, LKW. Fetter LKW, ja. Also, die fahren ja auch. Ist ja auch klar, wir haben keinen Sonntag. Boah, hier stinkt's.
Mhm. Riech nix. Du riechst nix? Sei froh. Oh, jetzt riech ich so. Geht auch rum. Geht ganz rum. Ja. Ja, ich hatte erst geplant, so 250 Kilometer heute wieder zu machen durch den Harz, aber das ist dann auch wieder zu viel, gerade wegen der Anfahrt gestern. Haben wir gesagt, ja, ich sag mal, so ein bisschen Pause tut ganz gut, einfach darauf, nicht so weit zu fahren, nicht so viel zu fahren. Ganz entspannt einfach das Ganze hier anzugehen, mit dem Kleinen vor allen Dingen. Und wir sind ja jetzt auch 150 Kilometer hin und wir müssen ja auch wieder zurückfahren. Aber ich denke mal, zurück fahren wir dann ein bisschen anders. Hier nicht die kurvigste Strecke. Hier weiter. Und auch nicht über Umwege, über irgendwelche Talsperren oder Seen oder andere Sehenswürdigkeiten. Naja, immer weiter. Ich sagte schon Bescheid, 11 Kilometer diese Straße. Okay. Du brauchst auch gar nicht so schnell fahren. Ich will das hier so ein bisschen genießen. So, in 6 Kilometern links. Ja komm, dann zieh mal wieder vorbei hier. Ach, guck mal hier, die Straße. Du. Ja, und bis jetzt immer noch fehlerfrei hier die Kiste. Läuft astrein, die BMW. Es sind immer noch keine Fehlermeldungen aufgetaucht. Sie läuft einfach. Sie tut ihren Dienst und ich hoffe, das bleibt so. Mittlerweile hat sie jetzt hier auch, was hat sie weg, 2220 Kilometer. Ist jetzt auch nicht die Welt. Aber der eine oder andere hatte da schon, ja, quasi schon vor der direkten ersten Inspektion Fehlermeldungen angezeigt bekommen. Ich glaube, ausgehend auch von der Benzinpumpe. Ich hoffe nicht, dass das wie bei KTM so der Fall ist, dass sie irgendwelche minderwertigen Benzinpumpen vom Zulieferer bekommen haben. Ja, Fahrwerk steht wieder auf, was haben wir hier? Dynamic und Federvorspannung oder was das ist, auf Max oder auf Beladung. Beladung maximal. Und Komforteinstellung ist sozusagen Dynamic, also die straffe Option. Ja, und so fährt es sich zu zweit eigentlich am besten, finde ich zumindest. Wenn ich alleine fahre, dann gehe ich von Dynamic auf Road, lasse aber das Maximum drin. Und ja, das passt für mich perfekt, wenn ich alleine drauf sitze. Ja, heute habe ich auch keine Seitenkoffer dran. Wir haben jetzt nur das große Topcase hinten dran, wegen der Rückenlehne. Ne? Ich glaube, manche haben das nicht verstanden bei meinem Zubehörvideo. Ich finde Topcases auch nicht schön an Motorrädern, aber der Kleine hat gesagt, ich will eins haben, sonst fahre ich nicht mit. Ich möchte mich anlehnen können, ich möchte mich sicher fühlen können, wenn du mal Gas gibst, dass ich nicht hinten runterfalle. Und es ist halt auch sehr praktisch, ne? Ja, gerade sicher, wenn man zu dritt unterwegs ist. Also mal ganz ehrlich, ne? Nur weil es vielleicht manche nicht schön finden, andere finden es wiederum schön. Es ist ein Gebrauchsgegenstand, das wir einfach nutzen am Motorrad. Ja. Ne? Also wenn wir auf dem Trip sind hier, dann ist das hier der Packesel. Ich bin der Packesel mit meinen drei Koffern. Ich bin quasi derjenige, der das gesamte Gepäck nimmt. Schatzi hat nur ihren Tankrucksack. Und für drei Personen, da kann man keine Weltreise mitmachen. Wenn ich alleine unterwegs wäre, bestimmt schon. Da kann man mal ein paar Wochen mit unterwegs sein, mit dem Kofferraumvolumen sozusagen, aber
mit drei Personen, da sind die drei Koffer ruckzuck voll. Gerade wenn man auch eine Ferienwohnung gebucht hat und das ein oder andere von zu Hause mitnimmt. Ja, die Koffer waren voll, ne, für die vier Tage, muss man einfach mal so sagen. Ich habe auch schlecht gestaunt. So, fahren wir hier links. Links, links, links. Ach, da ist schon wieder was gesperrt. Richtung Alexisbad Hassefelde. Hassefelde ist gesperrt. Ich hoffe, das ist nicht. Ja, sonst wird auf da irgendwo eine Umleitung Route sein oder so. Ich meine, klar, man kann auch sagen, ich brauche gar keine Koffer oder wir brauchen gar keine Koffer. Wir nehmen einfach eine große Visa-Karte mit und dann hat sich die Sache und kaufen einfach alles, was wir brauchen. Und wenn wir es nicht mehr brauchen, schmeißen wir es weg. Ja, genau. Nein, und auch voll beladen. Die Kiste fährt einfach super geil, muss ich so sagen. Ich habe jetzt zwar keine BMW-Brille auf, aber ich bin doch wirklich positiv überrascht hier. Und auch die Leistung hier mit 144 oder 43 Newtonmeter, was sie hat, und 136 PS. Mit dem Junior hinten drauf, der wiegt jetzt ja nicht allzu viel, aber die drei Koffer, die haben, ich schätze mal, pro Koffer 10 Kilo. Ja. Das hat man kaum gemerkt in der Beschleunigung. Ne? Geht schon trotz der Vollbeladung gut voran. Bei der V-Strom, ja, wäre das vielleicht was anderes gewesen. Hast du bei Marvin auf den Stecker geguckt? Ja, habe ich gerade eben noch. Gut, gut, gut. So, Marvin, alles klar? Ja. Wunderbar. Guck mal, da kommen ganz viele Motorräder. Eine Kolonne. Komm, jetzt wink mal. Yeah. Cool. Schön. Jetzt musst du aber Gas geben, sonst ist Mama weg. Jetzt muss ich aber Gas geben, ja, sonst ist Mama weg, genau. Bist so langsam geworden. Nee, du. Hier ist wieder ein Schild. Du bist zu schnell geworden. Geradeaus gesperrt. Ja, wir sollten eigentlich geradeaus. Dann müssen wir Richtung Stolberg. Schade. Also links. Das, ah, ist hier, das ne? Doof. Ja. Ja, obwohl da ist nichts gesperrt, ne? Könnte man ja eigentlich geradeaus. Hätte man weiterfahren können, wa? Geradeaus fahren. Sollen wir umdrehen? Jetzt weiß ich auch nicht, ob wir eine schöne Strecke erwischen, diese ganzen Kurven, die ich dort gesehen habe. Ja, könnte auch das Sauerland sein hier, ne? Mhm. Aber ich denke mal, einmal muss man auch mal mit dem Motorrad im Harz gewesen sein. Ob wir noch mal ein zweites Mal hier hinkommen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. So, jetzt geht es hier irgendwo rechts. Ist hier? Ja. Oh, ist auch eine schöne Straße. Oh, im dritten hier rum noch. Geht eng rum, ne? Nee, ich habe gesagt, im dritten hier rum. Achso, ja, ich hatte auch noch einen dritten. Soll ich noch unterschalten? Ja, ich vergesse immer, dass ich Marvin hinten drauf habe. Mhm. Oh, hier geht's richtig rum. Aber sie schaufelt sich schön raus aus dem Drehzahlkeller, muss ich sagen. Und sie fällt Auto? Dabei jetzt auch nicht auseinander. Ich glaube, jetzt kann man, egal welche Straße man nimmt, die sind alle, glaube ich, schön. Klar hat der ein oder andere bestimmt unter euch hier so ein paar Lieblingsstrecken, die er ganz besonders schön findet. Aber ich sag mal, für Leute wie uns, die jetzt das allererste Mal im Harz unterwegs sind, ist erstmal jede Strecke schön. Kennst du Godzilla? Ja. Es gibt bald ein Fortnite. Da kämpft Godzilla gegen Roboter. Aha. Mhm. Und wer gewinnt immer? Keine Ahnung, wissen wir ja noch nicht. Ach so. Kommt bald. Aha. Jetzt ist gesperrt. Wir sind wieder auf der gleichen Strecke hier. Warte mal, Zufahrt bis. Ja, Breitenstein ist doch frei. Hier sollen wir da hinfahren. Keine Wendemöglichkeit. Ja, für uns schon. Ja, das ist doch jetzt wieder Käse, wa? Geht das? Kann man herfahren? Ja, er sagt ja. Ja, okay, dann fahren wir mal. Ja, wie ist denn die Sache? Dann fahren wir vor, Schützi.
Ja, vielleicht ist die Sperrung auch schon aufgehoben und die haben vergessen, das Schild wegzunehmen oder das. Ja, ich sag, wir einfach mal gucken sollen. Vielleicht kommt man da irgendwo durch. Ja. Wir fahren jetzt einmal mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Und die Sonne kommt raus. Wenn der schön das schon so abbringt und sagt, fahr da durch, dann wird das schon okay sein bestimmt. Vielleicht das ist ja auch nur ein Stück Baustelle, wo wir mit dem Moped einfach durchfahren können. Dann machen wir das halt jetzt mal. Ja, super geil. Ja, also perfekt hier. Ja, die Leute, die hier auf der anderen Seite wohnen, die tun mir leid. Ja. Ja, geil, dann haben wir ja doch hier die schöne Strecke. Mal. Und der Harz, ich habe mal so durchgeguckt. Klar gibt es hier sehr viele schöne, kurvige Strecken, aber ja, zwischendurch auch immer mal wieder so langgezogene, etwas begradigte Strecken und auch Bundesstraßen. Und das war jetzt hier genau so ein Stück, wo extrem viele Kurven sind. Das wäre schade, wenn wir das jetzt hier hätten auslassen müssen. Jetzt fahren wir auch gleich an irgendeinem See vorbei, in Stiege. So, dann sind wir in der Friedrichshöhe. Oh, Wetter ist perfekt, ne Schatzi? Mhm, 17 Grad. Geil. Herrlich. Auch ein bisschen so die Schäfchenwolken und blauer Himmel. Das sieht dann gleich freundlicher aus im Video. Ja. Schön leer jetzt hier die Straße. Oh, sieht aus wie Öl oder so, ne? Ja, habe ich auch geglaubt. Oder irgend so eine Fettpaste oder so. So sah das aus, wie so Graphitfett. Schienenübergang. Schienenübergang, auch geil. Schienenübergang. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Ja. Meine Güte. So, fahren wir nach Hasselfelde weiter. Ja, hier muss ja echt gucken, ob einer kommt, ne? Ja. Was ist das hier, eine Schmalspurbahn oder was? Sind wir keine normalen Bundesbahnschienen gewesen in der Breite? So. Selketalbahn ist das, siehst du? Das ist so eine spezielle. Fährt bestimmt eine Dampflok her. Ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Wir sind ja jetzt hier nicht die Gebildeten. Oh, guck mal, das Schild liebe ich doch. Sturzgefahr. 5 Kilometer. 5 Kilometer Länge. Mhm. Aber schön neu die Straße, zumindest bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Noch wach, Marvin? Ja. Und wie gefällt dir bis jetzt, Marvin? Gut. Wir fragen dich andauernd, ne? Ja. Das nervt, ne? Wenn Papa und Mama immer sagt, und? Ja, aber wir wollen auch dir? Nur gucken damit, ob du auch noch wach bist, ob alles gut ist, ne? Ob du dich wohlfühlst. Ne? Weil wenn du die ganze Zeit nicht mit uns sprichst, dann denken wir nachher, du bist doch eingeschlafen oder so. Weil nach dem ersten Mal bleibt die Angst halt, ne? Auch wenn es nicht mehr passiert. Ich würde gerne auch mal zu Hause ein Video machen. Ein Video? Ja. Für deinen Kanal? Ja. Ja. Können wir auch mal machen. Ne? Nächste Woche haben wir mal ein bisschen Zeit, da kann Papa die erstmal fertig machen. Ja. Ach hier, Bergwandermuseum. Hier liegt irgendwas, glaube ich. Nee. Sah so aus. Das sind Bitumenstreifen. Ja, auch ätzend. Boah, hier war ein Unfall. Ja, ja, ich sehe schon die ganze Zeit solche Striche. Ja. Die Kurve soll ich mit 40 fahren. Ja, dann machen wir das doch, oder? Fahren wir hier 40. Mal gucken, ob uns das hier überfordert mit 39. Ja. Ich bin 47 das dadurch schon, jetzt. Ja, die ist schon gut also, rum, ne? Also schneller würde ich mich auch nicht trauen. Nö, ich glaube ich auch nicht. LKW kommt.
sollen wir hier Richtung Quedlinburg, Friedrichsbrunn, hast du nicht gesehen. Oh, auch wieder schöne Straße hier. So, jetzt kommen hier richtig schöne, gefährliche Kurven, ne Schatzi? Ja. Ach, schön. Richtig schönes Wetter. Perfekt, 18 Grad. Kann mich nur wiederholen. I'm very happy. Me too. Ach, jetzt sind wir, glaube ich, gleich schon an der Rabodde, an der Talsperre. An der Soundröhre. Aha. Wo machen wir jetzt gleich eine Pause? Was sagst du? Wo machen wir gleich eine Pause? Machen wir gleich, dauert nicht mehr lange. Ach Schatzi, wir hätten glaube ich da reingemusst. Ich hab schon fast vermutet. Das ist nämlich eine schöne kurvige Strecke hier zur B81, die Jagdschloss Windenhütte. Guck mal, da kann man sogar übernachten. Du willst ja nur, dass ich vorfahre, damit du in den Kurven überall aufgenommen bist. Ja, genau. Ja, siehst du? Ich bin kamerageil. Ja, ja, du bist ja sonst immer vorne und dich nimmt keiner auf. Jetzt. Nein, ich fahre mal vor, das ist ein bisschen tricky hier. Guck mal, siehst du, geht schon los, du. Im vierten hier rum, mit 45. Wir können da auch da essen, ne, weil da gibt es irgendwas zum Essen, stand da. Ja. Autos fahren hier in der Mitte. Auch gut. Guck mal, war ein Österreicher. Aber ich nicht achten können, ich muss mich hier konzentrieren. Die Straße ist hier so eng. Ja, du magst das nicht, ne? Nein. Nein, wenn du Sir. Hier keine Mittelspur hast. Ja, wenn die noch nicht mal angezeichnet ist, ne? Da, aber die zeichnen die ja nicht an, weil die halt so eng ist, wa? Ist immer ein bisschen blöd. Weil sonst richten, ich weiß mal ganz genau, die richten sich nicht danach, dass sie auf ihrer Seite bleiben, sondern ziehen dann hier rüber. Ja, und dann kommst du um eine Ecke, weißt du, und dann stehen die mitten auf dem Weg, du, und dann hast du den Salat. Ah ja, ich denke immer zu viel nach über sowas, was passieren könnte. Ja Marvin, wir machen gleich ein Päuschen an der Talsperre. Wie gesagt, da ist diese Soundröhre, so nennt man diesen Tunnel. Da fahren die Motorradfahrer immer durch und lassen ihre Motoren aufheulen. Und da ist ein Parkplatz und dann stellen wir uns da mal hin. Dann hast du vielleicht auch ein bisschen was zum Gucken. Wobei in der Woche, ja, schauen wir einfach mal, was da los ist. Das ist schon eine geile Straße hier wieder, ne? Für dich? Das ist genau mein Ding hier wieder. Ey. Ja, du sagst mir, wenn ein Auto kommt, ne? Naja. Naja, muss ich nicht so hoch auf die Seite mich konzentrieren, sondern kann fahren. Boah. Boah, das geht aber echt hier rum, ey. Das wäre was für Markus, glaube ich. Und Sebastian. Ich glaube, Markus mag auch lieber so ein bisschen breitere Straßen. Ja, aber die Kurven meine ich. Ja. Moin, moin! So, da hätte es rechts zur, ging es rechts zur Windenhütte. Ach ja, schön, schön. Ach ne, jetzt fahr mal da. Hört auf zu winken jetzt. Fängt Schatzi, der eine an, macht der andere mit. Schatzi, komm, kriegst 5 Euro, wenn du mich überholst. Hast du überhaupt 5 Euro? So, jetzt müssen wir hier rechts Richtung Halberstadt und Blankenburg. Das habe ich schon mal gehört. Blankenburg und Halberstadt. So, jetzt krieg ich 1 Euro von dir. Ich dachte schon noch. Wer kommt denn da angeschossen? Jetzt schuldest du mir 1 Euro. 5 Euro hatte ich gesagt. Ach so, aber ja, ist okay. Noch besser. Nee. Ja, 5 Euro, ich krieg 5 Euro. Jetzt musst du nur aufpassen, wenn ich irgendwo abbiegen muss, ne? Ich glaube, Marvin ist gut drauf, der lächelt.
Ja? Ja, der findet das auch cool, wenn man mal überholt. So, jetzt bist du in 800 Metern links. Links, ja? Nach da, ja? Ja. Okay. Da, wo der Daumen rechts ist. Ja. Ich kann Oh, hier. Ist das schon, glaube ich, die Rabodde-Talsperre. Zumindest der Anfang davon. Nach Rübeland. Bergwerkmuseum. Hier rein? Ja, hier links. Das sah ein bisschen aus wie ein Parkplatz. Auto kommt? Ja. Die fahren ja auch da rein. Oh, wieder ein Österreicher. Komm, fahr mal vor. Nee, fahr du mal. Ja, wohin soll ich denn fahren? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Willst du hier parken? Willst du weiterfahren? Nein, ich überhole dich jetzt gleich. Keine. Ja. Letzter Parkplatz vor der Hängebrücke, okay? Wo? Der hier? Ja, hier musst du aber was bezahlen noch. Ja, müssen wir gucken. Wir halten irgendwo mal an, rechts. Wir brauchen ja keinen Parkplatz. Die ganzen Wanderer sind hier unterwegs. Mhm. Oh, jetzt ist hier nur noch 30. Da parken sie auch alle. Hey, was? Das ist Simpson. Was macht man hier? Da ist die Hängebrücke. Guck mal da rechts, Marvin. So, da kannst du zu Fuß über eine Hängebrücke. Das muss schon geil sein, so. Ja. Hier, guck mal hier rechts rein, Marvin. Ach, da. Oh, da quälen sie sich aber auch alle drüber, wa? Ja. Guck dir das mal an, noch. Oh, da hätte ich Schiss drüber, da würde ich gar nicht drüber gehen. Da, über so eine Brücke gehe ich nicht. Ne? Ne, möchte ich nicht. Schon wenn da so viele da, Menschen da drauf sind, das ist... Oh, wenn ich das boah, hier geht's da richtig runter, nein. Alter. Nein! Boah, wie tief das ist, das ist ja... Boah, ne, krass. Da würde ich nicht drauf gehen. Oh, ist das tief. Marvin, sollen wir mal da rüber laufen? Nö. Hast du Angst oder was? Guck mal, wie tief es da runter geht. Siehst du das? Ich gehe ja noch nicht mal über Gitter, die auf dem Boden sind. Also Schatzi, wenn du keinen Lust mehr hast, ne, dann weißt du Bescheid. Was? Ja, hier. Ach so, runterspringen. Ja. Hör auf, ey. Erzähl das keinem, no. Bringt auch Menschen auf doofe Gedanken, no. Nein. Dann mach doch schön auf Bungee-Jumping oder Quatsch, sowas. Ach Quatsch, der das möchte, der findet schon einen Weg. Ja, das stimmt. Ach hier, das ist die Soundröhre. Dieser berühmte Tunnel, den man auch immer auf YouTube sieht. Jetzt haben sie hier 30 gemacht. Und die ganzen Huckel. Ich glaube, der Parkplatz sei, der ist auch weg. Früher war da noch, oder ist das jetzt hier? Ah ne, hier ist auch ein Parkplatz. Ich glaube, dann fahren wir hier mal auf den Parkplatz. Ja, nee, da wollen sie alle drauf. Der ist voll. Ja. Ey, wir haben in der Woche Mittwochs. Ja, Ferien. Krass, stell mal vor, du bist ja sonntags. Was ist denn dann hier los? Pass auf. Nee, ich überhole jetzt nicht. Ey, was machen die? Das ist eine doppelte, durchgezogene Linie. Da wollen Leute rausfahren aus dem Parkplatz und die fahren einfach in den Gegenverkehr rein. Ach, hier ist das. Ist das hier nicht ein Biker-Treff? Oh, weiß ich nicht. Waffeln. Es gibt ja auf jeden Fall Waffeln. Und Eis. Und trinken. Trinken haben wir dabei. Ja, einen Parkplatz werden wir hier nicht finden. Das kostet doch, glaube ich. Hab ich keinen Bock drauf. Ja, fahren wir weiter. Ja gut, also dann werden hier keine mehr hier den Affen machen und da hin und her pesen. Das haben sie hier unterbunden. Ist auch eigentlich richtig so. Aber ich glaube, dass noch nicht mal die Soundröhre so das Highlight da ist, sondern diese Brücke ist geil, wenn du dir die anguckst. Ne? Ja. Ja, früher war das so der Motorradtreff, nehme ich mal an. Und da sind die Motorradfahrer immer hin und her und, weißt du, haben mit Motoren aufheulen und den ganzen Scheiß. Haben sie Beifall geklatscht. So, mein Akku wird gleich hier eine Grätsche machen. Wir werden uns jetzt hier ein kleines schönes Plätzchen suchen. Meiner hat noch einen Balken. Und dann geht's weiter im, ja, würde ich mal sagen, zweiten Teil, oder?
Ja, machen wir das so. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine Lieben. Wie gesagt, gleich ein Akkuwechsel. Vielleicht schneide ich das auch zu einem Teil. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig vorhersagen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Genau, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Abonnieren ist kostenlos auf YouTube. Ne? Die Glocke natürlich nicht vergessen zu aktivieren. Jo, schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und vor allen Dingen Hashtag Marvin macht das gut. Das wird den kleinen Sohnemann hier von uns auch freuen. Hat ja letztes Mal auch gut geklappt. Ja, ist er bestimmt ganz stolz darauf. Wenn ihn die Zuschauer so ein bisschen unterstützen und anfeuern. So, dann würde ich sagen, halten wir mal hier kurz rechts. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus hier, oder? Schotter. Perfekto. Jo, dann würde ich sagen, geht's gleich weiter, meine Lieben. Ne? Also, bis dahin, bleibt heiter, bleibt sauber, bleibt gesund und vor allen Dingen oben. Oben. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.